Herzlich willkommen zum Gottesdienst zum Sonntag Judika aus der leeren Martinskirche. Wo immer Sie uns hören, feiern Sie gerne mit uns diesen Gottesdienst. Wir, das sind Katrin Bibiella an der Orgel, Jörg Adrian, Michael Grebsch und Lothar Püschel für die Technik. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dieser Satz aus dem Römerbrief steht als Wochenspruch über diesem Sonntag und über der Woche. Von der Liebe Gottes reden in diesen Tagen fällt uns schwer. Aber dass Jesus, unser Bruder, mit uns durch Leiden und Sterben gegangen ist, das darf uns trösten und begleiten. Begrüßt wurden wir von dem Choralvorspiel »O Mensch, bewein dein Sünde groß« von Johann Sebastian Bach. Und wir stimmen jetzt in unser Singen ein mit dem Lied Nummer 79. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, und singen zunächst die ersten beiden Strophen. 79, 1 und 2. Sie ein, im Wechsel mit mir Verse aus Psalm 102 zu beten. Sie finden ihn unter der Nummer 741 im Gesangbuch. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht von mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Kreuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich. Und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen. Denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Dass sie in Zion verkündigen den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem. Wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich lese die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am Sonntag Judika stammt der Predigttext aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes. Ein schwieriger Brief an eine judenchristliche Gemeinde aus dem 2., 3. Jahrhundert geschrieben. Und dieses 13. Kapitel ist das letzte dieses Briefes und trägt so die große Überschrift Schlussermahnungen. Bei der letzten Predigt hatte ich da geschrieben, Schlussermahnung, das sei so etwas wie: Bub, bevor du rausgehst, denk dran, zieh die Jacke an, es ist kalt. Heute wird der Satz wahrscheinlich lauten: Oma, bleib bloß drin und lass die Tür zu, wir kaufen für dich ein. Oder denk dran, Abstand halten, Hände waschen. Und manche dieser Schlussermahnungen würden wir heute nur zu gerne endlich umsetzen. Da heißt es zum Beispiel, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Wer träumt nicht von der nächsten Gartenparty, wenn dieses ganze Virus endlich durchs Land gezogen ist? Dem nachgeholten Geburtstag, der Taufe oder der Hochzeit, die ausgefallen ist bzw. verschoben werden musste. Viele dieser Ermahnungen würden wir nur zu gerne umsetzen, denn sie reden von Gemeinschaft, die wir im Moment so schmerzlich vermissen. Sie redet aber auch von Gerechtigkeit, von Vertrauen, von vielen anderen Dingen und sagt, die wichtigen Wahrheiten im Leben sind eigentlich einfach. Wir müssen atmen, wir müssen essen und trinken und wir müssen irgendwann sterben. Der uns bleibt, sagt der Hebräerbrief, ist Jesus Christus. Der mittlere Vers in diesem Kapitel lautet: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und dann kommt unser Predigttext,
gegen Ende dieses Kapitels drei Verse, die von der Passion Jesu reden. Ich lese uns ab Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Text, der an Jüdinnen und Juden geschrieben ist, der ihre Denkwelt, ihre Erfahrungswelt aufnimmt. Da gab es noch die Tieropfer, das fehlerlose Lamm, das für die Schuld der Gemeinschaft geopfert werden musste. Und so, sagt der Schreiber, muss Jesus die Gemeinschaft verlassen, wird ausgestoßen und verraten, stirbt einsam und allein außerhalb der Stadt. Für uns. Ich muss unwillkürlich an das Bild denken, das gestern Abend, glaube ich, durch die Nachrichten und durch die Welt ging, als ein einsamer Papst durch einen menschenleeren Petersplatz im strömenden Regen ohne Schirm den langen Weg geht bis zu der Bühne, die ihm vorne gebaut wurde, für die Menschen betet und den sonst nur selten gespendeten Segen Obi et Orbi versucht gleichsam über den ganzen Platz, über die ganze Vatikanstadt, durch ganz Italien zu senden. Wir sind mit etwas konfrontiert, das wir nicht kannten. Gewissheiten geraten ins Wanken. Und ein Text, der uns lange Zeit ganz fremd war, kommt uns plötzlich näher. In einer früheren Predigt habe ich noch mal geschrieben, auch für uns Christinnen und Christen ist dieser Text sperrig. Gerade auch der letzte Vers unseres Predigttextes, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wollen wir nicht auch als Christinnen und Christen sagen, wir sind hier zu Hause? Wir wollen Gemeinde mitten in der Stadt sein, mitten hier in Nierstein? Wollen jetzt unseren Bibelgarten, unsere Kirche öffnen, damit uns Leute immer besuchen und aufsuchen, Gemeinschaft mit uns haben können? Wir wollen doch gerne hier sein und hier bleiben. Schon über 1000 Jahre steht diese Kirche, scheinbar fest und unerschütterlich. Und doch machen uns die Zeitumstände ganz neu klar, es gibt nicht nur diese bleibende Stadt hier auf Erden, sondern wir müssen weiterdenken. Wir müssen denken über diese Welt, über unser Sterben und Tod hinaus. Dem jüdischen Hörer war sofort bewusst, worum es da geht. Um das himmlische Jerusalem, die neue Stadt Gottes. Die, wo Gott in unserer Mitte wohnt und lebt, wo, wie es dann später im Buch der Offenbarung heißt, kein Leid mehr sein wird, alle Tränen werden abgewischt sein, keine Krankheit, nichts mehr, was uns schmerzt. Jetzt üben wir uns in Einsamkeit. Jetzt müssen wir auf anderen Wegen Gemeinschaft suchen, um miteinander zu feiern, wie diesen Gottesdienst, den wir so gerne hier in der vollen Kirche gemeinsam gefeiert hätten. Jetzt gelten andere abschließende Ermahnungen als die, die zu der damaligen Zeit und bis vor wenigen Wochen auch bei uns noch wichtig waren. Und dennoch ist es derselbe Jesus, gestern, heute und auch in Ewigkeit, der unser Bruder wurde im Leiden, der einsam und verlassen draußen vor der Stadt stirbt, aber der nicht im Tod bleibt, sondern an Ostern aufersteht. Darauf leben wir in diesen Wochen hin. Das darf uns Trost sein, heute und in den Tagen, die kommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Wir singen von dem angefangenen Lied 79 die Strophen 3 und 4. In diesem Gottesdienst wollen wir besonders an ein verstorbenes Gemeindeglied gedenken. Wolfgang Völzow, geboren am 3. Juli 1951, ist am 14. März dieses Jahres verstorben und wurde am vergangenen Mittwoch, dem 25. beigesetzt unter dem Wort aus Psalm 91,11: Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Lassen Sie uns gemeinsam singen vom Lied 65 von guten Mächten die erste Strophe und die siebte als Refrain. Lasst uns Fürbitte halten und beten. Jetzt, mein Gott, täten Engel gut, an unserer Seite und um uns herum, denn wir brauchen Mut und Fantasie und Zuversicht. Darum sende deine Engel, zu den Kranken vor allem und zu den Besorgten. Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden, Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und Wirtschaft und zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen. Sende deine Engel auch zu denen, an die kaum jemand denkt, jetzt in der Zeit der Epidemie, die Menschen auf der Straße, die Armen, die Geflüchteten in den Lagern in Griechenland und im türkisch-griechischen Grenzgebiet. Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. Du hast sie schon geschickt, sie sind ja da, um uns herum. Hilf uns zu sehen, was uns trägt, was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist's, was hilft und tröstet, jetzt und in Ewigkeit. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die uns Jesus Christus geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns zum Schluss noch miteinander singen. 171, bewahre uns Gott, behüte uns Gott, die ersten beiden Strophen. 171, 1 und 2. Gesegneten Sonntag, eine gute Woche zu wünschen. Wir laden Sie immer wieder ein. Schauen Sie auf unsere Webseite martinskirche-nierstein.de nach neuen Informationen, auch gerne bei ekhn.de oder ekd.de, den Seiten der Evangelischen Kirche. Bleiben Sie uns im Gebet verbunden. Zünden Sie abends um 7:30 eine Kerze an, wenn wir ökumenisch miteinander in Nierstein läuten. Wir bitten um Gottes Segen und hören dann dem Nachspiel noch zu. Auf eurem Weg durch dieses Leben segne und begleite euch der barmherzige und menschenfreundliche Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen, Amen, Amen.